Und bitte sag mir auch nicht, ich würde es aber doch in seinem Gesicht sagen. Das ist keine Entschuldigung. Das ist keine Entschuldigung, dass du sagst, ich würde das aber auch in seiner Anwesenheit sagen. Ich sag's ihm sogar ins Gesicht. Ja und? Wenn er nicht damit einverstanden ist, dass du ihn dabei erwähnst, in seiner Abwesenheit, ist das haram und verboten. Und mal unter uns, wenn wir ehrlich sind, diese Leute, die sagen, ich sag's auch in seinem Gesicht, ist meistens nur heiße Luft. Wenn er ihn dann getroffen hat und ihn gesehen hat, dann wird er ganz kleinlaut, fängt an, ihn zu loben in seinem Gesicht. Und wisst ihr was? Das sind Anzeichen eines Heuchlers. In seinem Rücken redet er schlecht über ihn und wenn er ihn trifft, Habibi ala aini, wie geht's dir Bruder, alles gut? Und kaum dreht sich der Bruder um, fängt er an, ja Salim, das ist so einer, seine Kinder sind nicht erzogen, seine Wohnung ist dreckig, schau mal wie der aussieht, schau mal wie, was für ein Auto er fährt, er räumt es nicht auf, fängt er an, übel über ihn nachzureden und begeht Sünden damit. Wenn es ein rechtschaffener Muslim ist, ist es eine große Sünde und wenn es ein sündiger Muslim ist, über den er schlecht redet, ist es trotzdem haram und verboten. Die Sünde ist aber größer, wenn man über einen rechtschaffenen Muslim schlecht spricht. Und bitte sagt ihr auch nicht, ja Allah, ist nur eine kleine Sünde. Ist halt eine kleine Sünde. Ein großer Berg besteht auch aus vielen kleinen Steinen. Wie sagt man heute Two-Face? Zu solch einer Person, die im Gesicht etwas sagt, im Rücken etwas anderes. Im Arabischen gibt es ein Sprichwort, man sagt, بالوش مريه وبالأفا فهم كونك فيه.